Ich würde mir gerne ein Diddy-Video reinziehen. Pause. Sascha über Diddy. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Diesen Song. Hey, das ist aber nicht so relatable. Werden wahrscheinlich einige von euch kennen, aber mittlerweile wurde eine neue Version daraus gemacht. Und zwar... Wake up in the morning like P. Diddy. Ach so, Kesha... Changes TikTok lyrics after P. Diddy arrest. Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Ist das corny work? Oder, also ist es natürlich valid so, aber Sis versucht neue Aufmerksamkeit auf. Also damals war, sag ich ehrlich, war ein Slapper. Wenn es eins gibt, was ich in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen so krass mitverfolgt habe, dann ist es der Fall rund um P. Diddy und Co. und um seine Machenschaften. Egal ob TikTok, Instagram oder YouTube oder auch die Handel. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mitbekommen, was da abging mit diesen 1000 Flaschen Babyöl und so, aber... So, ich hab's jetzt nicht so krass verfolgt, so, weil wir müssen jetzt nicht so tun, als ob nicht jeder von uns 1000 Flaschen Babyöl zu Hause hat. Ja, Spaß am Rande. He just like me. Ja, oder? Sehe ich auch so, Chris. Wir distanzieren uns natürlich vollkommen von diesem Verhalten. Also, ich hab nur einen Joke gemacht. Das Thema übernimmt das ganze Internet, sodass mir auch viele geschrieben haben, hey, kannst du vielleicht mal ein Video dazu machen? Und das Thema ist eben so groß, dass es passieren kann, dass man schnell den Überblick verliert, worum es eigentlich geht. Denn es geht nicht nur um einen harmlosen Rapper-Skandal, der irgendwas angestellt haben soll, ja, sondern es geht um Missbrauch in jeglicher Form gegenüber... Diddy, 120 Männer und Frauen erheben Vorwürfe? Über Personen in jeglichem Alter. Es geht um Menschenhandel, es geht um Machtmissbrauch im Allgemeinen. Alter. Und manche sprechen hier von dem Downfall of Hollywood, wo ich mir auch denke, ja, für den... No joke, wer da so beteiligt war, das würde mich echt mal interessieren. Jeffrey Epstein, Filthy Rich, no joke, das ist auch zu krass. Downfall haben die Sachen hier natürlich nicht gereicht. Und es geht um Partys, auf denen alle Hollywood-Größen... It's giving ein bisschen diese White Parties von Michael Rubin. ...gewesen sein sollen, die ihr kennt, alle. Mhm. Hat Kanye nicht aber so ein bisschen gegen diese Hollywood-Elite geschossen letztens? Außer Keegan Murphy. Keegan Murphy, lass mir aus dem Ein halbwegs Homie von mir war tatsächlich auch auf dieser White Party. Und er ist eigentlich normal, deswegen alles gut. Okay, Keegan Murphy hat mit dieser Szene nichts. Das sage ich nur, damit ich selber irgendwann mal da hingehen kann, damit ich endlich zur großen Elite gehöre. Kleiner Spaß. Wir sprechen hier von Kim K., Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Will Smith, alle... Alle, die ihr kennt, warum also Hollywood brennt, besonders Jay-Z und Beyoncé in den Fokus geraten sind und Millionen an Follower verlieren. Yo. 4 Millionen Follower hat die verloren. Das ist ja wirklich geisteskrank. Aber für die fühlt sich das halt an. Stellt euch mal vor, das M ist weg und die ist so eine private Dame, die halt so Instagram nutzt, so mit so Freunden etc. Und die hat 320 Follower. Hat die 4 verloren. Juckt die eigentlich gar nicht. Also wenn ihr jetzt 4 Follower verlieren würdet, wenn ihr 320 Follower habt, juckt eigentlich nicht, oder? Also ich denke nicht, dass es Beyoncé wehtut. Natürlich, wenn man sich jetzt mal so in der Summe überlegt, so auf Summa Summarum angelehnt, dann sind 4 Millionen natürlich viel. Das sind ja fast so viele Einwohner, wie Deutschland hat. Wäre eine Antwort, wenn wir jetzt bei Pumping Monkey Straßenumfrage sind. Und warum ausgerechnet 50 Cent das schon seit Jahren prophezeit hat? I looked at him like, what the... Stimmt. Der hat gut geschossen auch, immer. What'd you just say? Das alles und noch viel mehr seht ihr heute live, an welchem Tag auch immer, mit eurem Girl Sascha. Montag, 17 Uhr. Also kommen wir doch zu dem Fall von P. Diddy. Okay, der hatte schon echt viele Namen. Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, P. D., a.k.a. Love. Zehner, wenn ihn jemand Love genannt hat. Sean Combs, alias... Jay-Z hatte über 4 Millionen, jetzt unter 1 Million. Okay, das ist krass. Sean Combs. Digga, kann ich das auch normal aussprechen oder nicht? Eigentlich sind die Sachen gar nicht... Alter, stimmt, von ihm war ja auch diese Marke Sean John. Nicht so neu. Es gibt über Jahrzehnte Skandale, es gibt über Jahrzehnte Vorwürfe und gerade letztes Jahr ist dieses Thema publik geworden. Boah, der sieht aber auch schon sehr, sehr sass aus, muss ich sagen. Durch seine Ex-Freundin. Ich verfolge das Thema auch schon ein bisschen länger. Das Video habe ich gesehen, wo die so auf dem, wo die so vor dem Aufzug so, hat er die so genommen und die so auf den Boden so geslammt und so und dann seine Ex-Freundin, ne, auf den Boden geslammt vor dem Aufzug, die dann so getreten und so ein gottloser Alter. Und zwar habe ich das bei einem Creator gesehen namens Ben Bugatti, der sich auch mit solchen Inhalten auseinandersetzt und die Videos dazu habe ich euch in der Infobox verlinkt, weil die wirklich so unglaublich viel Hintergrund haben. Wird das Pearl Polo demnächst nochmal restockt? Leider nicht, mein Lieber, leider nicht. Und es ist einfach
wirklich, wirklich spannend. Deswegen würde ich euch empfehlen. Jean Combs ist kein Unbekannter. Er ist ein Urgestein in der Musikindustrie. Und er ist schon so lange dabei, dass vermutet wird, dass er für den Tod von Tupac verantwortlich war, ja. Von Tupac verantwortlich war. Aber wir sprechen heute... Boah, Sätze vervollständigen mit Justin. ...wirkliche Theorie, sondern das, was im Raum steht. Nämlich viele Klagen von vielen Personen, diverse Aussagen, als auch Bildmaterial... Was war das denn? Als auch Bildmaterial... Ja, das Video meine ich, das ist zu krank. Einfach der kommt mit Handtuch und macht WWE. Real, was so schockierend ist... So ein Otto, Alter, das ist zu krank. Gewalt dass gegenüber ich das Frauen. Weder hier zeigen kann, aber... Zumindest nicht als volles Video. Selbst beim Beschreiben dieses Videos läuft es einem einfach eiskalt den Rücken runter. Ja, eins der Lieder, die das ich ist so ein krankes Video, wirklich unfassbar. Von dem Rapper kenne, sind I'll Be Missing You. Seems like yesterday we used to rock the show. Ein Lied, das für Notorious B.I.G. aka Biggie geschrieben wurde. Und in dem Lied geht es darum, dass er angeblich nicht glauben könne, dass Biggie tot ist. Obwohl man auch vermutet, dass er dahinter steckt. Ne? Also, wie gesagt, es gibt einfach sehr, sehr viele Theorien zu diesem Mann. Das Lied ist ein Sample von The Police mit dem Namen Every Breath You Take. Kennt vielleicht auch einige von euch. Ah, okay, der, das kenne ich. Ich dachte, das wäre das. Ich habe diese Oldschool-Hip-Hop nicht so viel verfolgt. Eher Pack als... Diddy und Biggie. Fälschlicherweise. Schon Loki ein Slapper. Das ist jetzt nicht in meiner Playlist, aber es ist ein Slapper. Viele für ein Liebeslied, weil, ja gut, wenn man sich das so durchliest, ne, könnte man es für romantisch halten. Aber tatsächlich ist es eher sogar das Gegenteil. Und zwar, es ist eher einseitige Liebe. Es geht um Überwachung und es geht um Kontrolle. So beschreibt es Sting damals. Ironischerweise wird genau das Diddy zu Lasten gelegt. Kontrolle von Promis durch Erpressung, langjährige Überwachung seiner Ex-Partnerin, Machtmissbrauch in... Erpresserische Verschwörung? Was steht da? Sklavenhandel? Nee. Was? Bin ich dumm? Sexhandel? Was ist denn Sexhandel? Das habe ich ja noch nie gehört. Achso, wenn man mit Sex handelt. Ja, okay. Durch Gewalt, Betrug oder Nötigung. Menschenhandel zur Ausübung von Prostitution. Sehr schlimm Form. Betäubung und Menschenhandel. Die Liste ist lang und es ist auch sehr brutal. Aber bereits seit Jahren kann man einen Grad von Gewalt beobachten bei Diddy. Angefangen von schlechten Organisationen, wo zig Menschen ums Leben gekommen sind, weil es sich um ein Konzert gehandelt hat und man den Ansturm nicht richtig kalkuliert hat. Aufgrund dessen ist eine Massenpanik entstanden und sehr, sehr viele Menschen... Dafür wurde er nicht belangt. Menschen sind dabei gestorben. Bis hin zu Schießereien in einem Club, wo seine damalige Ex-Freundin Jennifer Lopez eine Knarre mit in den Club reingeschmuggelt hat. Die hat eine Knarre in den Club mit reingeschmuggelt. Als J-Lo, das ist auch crazy work. Ich wusste nicht mal, dass die zusammen waren. J-Lo und Diddy, krass, what the fuck. Und er dann eine Schießerei gestartet hat. Keeper. Dabei hat er einer Frau ins Gesicht geschossen. Alter. Das Ganze hat er aber abgestritten und jemand anderes hat es dann auf sich genommen. Was? Die Sache ist... Alter, was ist das für ein Mensch? Aber dass diese Frau wirklich seit Jahrzehnten immer im Internet behauptet, okay... Es war aber Diddy. Ich habe es genau gesehen, es war er. Es kam nie zu einer Anklage, es hat jemand anders auf sich genommen und er hat es bestritten bis heute. Allgemein hat er sich nie was zu Schulden kommen lassen, beziehungsweise wurde es einfach nie angeklagt. Bekannt ist er aber eigentlich für seine Musik. Er war damals bei Uptown Records, gründete aber später sein eigenes Label. Und dort Bad Boy Entertainment. Hatte er sehr, sehr viele Künstler unter Vertrag, die vielleicht auch einige von euch kennen, könnten. Sehr, sehr viele Künstler haben ihm vorgeworfen, dass sie ausgebeutet wurden, dass die Verträge nicht rechtens waren und dass sie eigentlich kein Geld... Mace tut es für alle, die unter Diddy leiden mussten. ...Geld mit ihrer Musik verdient haben. Sie fühlten sich im Stich gelassen und haben millionenschwere Musikrechte für einen Apfel und ein Ei abgegeben. Aber man konnte Diddy nie was anhaben. Er war unantastbar. Besser vernetzt als jeder andere und hatte... Okay, krass, Alter. ...Macht... Weswegen niemand sich an ihn rantraute. Ja, obwohl vereinzelt gab es ein paar, es gab auch 50 Cent und Eminem, als auch J. Cole unterschwellig. Das erzähle ich euch im Verlauf des Videos. Letztes Jahr änderte sich was. Und zwar im November 2023 reichte Obama auf die Party. Seine Ex-Partnerin Klage gegen ihn ein. Sie war 11 Jahre mit ihm zusammen und sie spricht von brutalen Vorfällen. Diddy hatte sie entdeckt und hatte sie bei seinem Label gesigned. Ihr Künstlername ist Cassie. Einige von euch werden sie wahrscheinlich auch kennen. No. Sie ist jetzt auch keine Unbekannte gewesen. Ach so, das? Okay, ja, kenn ich. Und sie reichte Klage ein auf der Basis des Adult Survivor York, der es erlaubt, mutmaßlich Sexualtäter auch dann anzuklagen, wenn die Verjährungsfrist eigentlich... Sehr gut. Das finde ich ist sehr, sehr gut, dass sowas nicht verjähren kann.
richtig abgelaufen ist. Dabei wirft sie ihm in der 11-jährigen Beziehung Missbrauch, Überwachung und Gewalttätigkeit vor. Außerdem soll er sie auch unter Drogen gesetzt haben und sie dazu gezwungen haben, mit anderen Männern zu schlafen, während er sich da... Mit seiner Freundin gezwungen, mit anderen Männern zu schlafen? Hä? Was? ...dabei gefilmt haben soll und sich auch selbst angefasst haben soll. Es kam auch nicht selten vor, dass sie mit Blutergüssen zu sehen war und auch eine Aufnahme zeigte das Ausmaß seiner Brutalität. Nämlich hatte sie versucht, in einem Hotel abzuhauen, hat die Sachen gepackt, ist zum Lift gerannt und hat auf den gewartet. Das ist so krank. Währenddessen kam Diddy mit einem Handtuch... Währenddessen kam Diddy mit einem Handtuch hinterher, ist so krank. ...bekleidet raus und hat so brutal auf sie eingeschlagen, als sie getreten, selbst als sie am Boden war. Und er hat sie dann einfach an den Haaren zurückgeschleift ins Zimmer. Ja, das war so krank. Der steht einfach da, die liegt auf dem Boden, ne? Der nimmt die an den Haaren und zieht die einfach mit. Das ist wirklich unfassbar crazy work. Das ist so krank. Und der rennt da mit seinem Handtuch bekleidet, so ein wirklich ehrenloser Hund. Damals hatte er dem Hotel 50.000 Euro geboten, um diese Aufnahme zu haben. Die Aufnahme kam dennoch raus und dann zeigte er sich sehr, sehr betroffen auf Instagram, wo er gesagt hat, ja, das war ja nur eine einmalige Sache. Es tut mir so leid. Das ist so schlimm, dass meine Kinder mich so sehen müssen. Was? Der hat ein Statement dazu gemacht? Das bin gar nicht ich! Ja gut, also wer das glaubt, der... Kennt ihr seinen Sohn, den King Combs? Christian Combs? Ich habe mal mit dem geschrieben, no Diddy, muss man jetzt sogar wirklich dazu sagen. Weil der meinte, dass der die Peso-Sachen feiert. Und meinte, ja okay, ich schick dir was. Er hat es bisher nie angehabt. Und zum heutigen Tag kann man sagen, zum Glück, also saved. Saved. Weird Flex though, aber saved. Alles gut. Der glaubt auch an Einhörner, ne? Ja, wobei sein Sohn kann vielleicht nicht mal was dafür und ist nicht, hat nicht dieses Freaky-Gen von dem bekommen. Falls doch, dann trotzdem saved. Bullet dodged, ja. Sie hatte Angst vor ihm und vor allem von den Konsequenzen, die ihr blühten, wenn sie sich getrennt hätte. Cassie soll Kid Cudi kennengelernt haben und wollte mit ihm zusammen sein. Sein Sohn wurde auch verhaftet. Okay, dann doch gut, dass er nichts anhat. P. Diddy hat das mitbekommen und hat die beiden gewarnt und hat gesagt, okay, Kid Cudi sollte auf sein Auto aufpassen, nicht, dass es einfach in die Luft fliegt. Und tatsächlich ist es dann passiert, das Auto ist in der Einfahrt in die Luft geflogen. Und man vermutete, dass Diddy dahinter steckt. Wie man vermutet, dass Diddys Freundin hat Kid Cudi kennengelernt, der sagt, ey, der soll mal lieber aufpassen, dass sein Auto nicht in die Luft fliegt. Sein Auto fliegt in die Luft und man vermutet, dass es Diddy war. Das haben die aber wirklich geisteskranke Arbeit geleistet, die Ermittler. Der Anwalt von Diddy bestreitet alles, nennt es ungeheure Lügen und wirft Cassie vor, dass es ihr darum gehen würde, den Ruf zu schädigen und Geld abzugreifen. Danke. Es gibt auch Leute, die diese Theorie unterstützen, denn einen Tag, nachdem sie die Klage eingereicht hat, haben sie sich außergerichtlich geeinigt. Könnte nur das vierte Fragezeichen lösen, dieser Fall. Ja. Nicht mit einem millionenschweren Betrag. Das Problem ist aber, dass eben sehr, sehr viele Sachen im Raum stehen. Und bisher oder bis zum damaligen Datum konnte... Zu dieser Zeit war das brutale Hotelvideo noch nicht öffentlich. ...kann man ihm nichts anhaben. Sie war die Einzige, die damals Klage gegen ihn eingereicht hat. Gerade bei diesen Sachen konnte man in der Vergangenheit sehen, dass es für die betroffene Person einfach das Schlimmste der Welt ist, sich noch mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil es einfach wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden ist, dieses ganze Thema aufzuarbeiten und... Ja, natürlich. Beschwerden und Hinweise gehen bis 1996 zurück und nie ist was passiert, weil er einfach so kranke Connects hatte. Wenn eine Person so mächtig ist, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, ist es einfach schwer, weil man nicht weiß, wie das ausgehen wird. Aber Cassie brachte durch diese Sache den Stein ins Rollen. Und eine Menge anderer Personen meldeten sich zu Wort. Insgesamt gibt es 120 weitere Klagen, zumindest die, die der Anwalt übernimmt. Eine Menge der Betroffenen sollen zu diesem Zeitpunkt minderjährig gewesen sein. Und tatsächlich sind die Betroffenen nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer sind darunter. Diese Produzenten als auch Rapper geben genau das gleiche an wie die betroffenen Frauen. Sie wurden mutmaßlich unter Drogen gesetzt und wurden dazu gezwungen, mit anderen Leuten zu schlafen. Und die Liste geht noch weiter. So viel. Ich bin sprachlos. Justin Bieber auch? Der jüngste 9 Jahre, was? Usher auch? Chris Brown? Was, Alter? Was vor allem heiß auf TikTok diskutiert wird, ist, wie viel Babyöl
gefunden wurde bei P. Diddy, beziehungsweise in seinem Haus. Und zwar sollen es über 1000 LeBron auch. Flaschen gewesen sein. Es soll aber auch viele Flaschen gegeben haben, zumindest berichten einige Leute davon, dass es um Drogen ging. Und das war dann auch in diesen Flaschen, aber eben in flüssiger Form. Worüber Die haben vor dann ja auf Flasche gesetzt. allem gesprochen wird, sind diese berühmten White Parties, von denen ihr vielleicht schon einige Bilder Hey, aber gesehen die White Parties sind von Michael Rubin, nicht von Diddy. Also, most famously. habt. In ganz Hollywood war da der junge Leonardo DiCaprio, Kim K. Ah, okay, sorry, mein Fehler. Ashton Kutcher, Will Smith und Co. Es wäre einfacher aufzuzählen, wer nicht da war. Cillian Murphy. Dann gab es aber auch noch die Freak-Off-Partys, was sinngemäß, ja, das war einfach Rudelbumsen, ne? Das soll teilweise über mehrere Tage gegangen. Freak-Offs fanden regelmäßig statt, dauerten manchmal mehrere Tage und betrafen oft mehrere bezahlte Sexarbeiterinnen. Während dieser Freak-Offs verteilte P. Diddy eine wilde Vielfalt kontrollierter Substanzen, in Klammern Drogen, danke für diese Aufklärung, an die Opfer. Teilweise, um die Opfer gehorsam und gefügig zu machen. Big FM auf jeden Fall beste Newsquelle, though. Und Diddy soll das auch aufgezeichnet haben, um die Leute damit erpressen zu können und sie vor allem auch in Schach zu halten, dass sie eben nichts darüber erzählen, beziehungsweise dass nur eine interne Information bleibt. Dabei sollen den Opfern mutmaßlich Substanzen zugeführt worden sein, um sie gehorsam und gefügig zu machen. Einige von euch haben vielleicht den Film Blink Twice gesehen mit Channing Tatum in der Nö. Hauptrolle. Und da finden sich sehr, sehr viele Parallelen, vor allem zu den beschriebenen Sachen. Was vor allem Hä? Warum? interessant ist, sind die Reaktionen der Promis, nachdem die Anklageschriften rausgekommen sind. Usher, einer seiner engsten und ältesten Freunde von Diddy, soll massenhaft Tweets gelöscht haben, die auch nur in Verbindung mit Diddy. Sorry. Die auch nur in Verbindung mit Diddy gestanden haben sollen. Usher behauptet, er wurde gehackt und der Hacker hat Bro, lösche einfach deinen ganzen Account, das wäre unauffälliger gewesen. zufälligerweise, gerade jetzt, wo dieser krasse Skandal ist, alle Tweets mit Diddy gelöscht. Das Problem an dieser Sache ist, dass Usher selbst sehr, sehr jung war, als er Diddy kennengelernt hat und berichtet Jahre später davon, dass er in dem Camp von Diddy war und auch teilweise eine lange Zeit mit ihm zusammen gewohnt hat. Und das als blutjunger Teenager. Auf dieses Camp bzw. diese Zeit angesprochen, agiert er teils emotional als auch sehr in sich gekehrt. 18. Und genauso beobachtet man diese Art von Reaktion bei Justin Bieber, der auch mehr oder weniger entdeckt wurde durch Usher. Und dieser verschaffte den Kontakt zu P. Diddy. Und aktuell geht ein Video sehr, sehr viral, was auch schon sehr, sehr alt ist. Und da sieht man den jungen Justin Bieber mit P. Diddy, der darüber redet, dass er jetzt 48 Stunden mit Justin verbringen darf und das ohne. Ich weiß, viele würden gerne 48 Stunden mit Justin verbringen, aber relax. Relax. Hey, yo, pause. Elterliche Aufsicht. Also auch ein minderjähriger Justin Bieber. Gepaart mit all den Ist Vorwürfen das ein Peso-T-Shirt, was du gerade trägst? und teilweise fragwürdigen Reaktionen von Usher und Bieber Jahre danach stellen sich viele die Frage, ob er ebenfalls missbraucht wurde. Zwar hält Justin das allgemein und bezieht das meiste davon im großen Ziel darauf, wie schwer es ist, als junge Person in so einem krassen Business aufzuwachsen und was mit einem macht. Aber dennoch vermuten viele, dass es vielleicht auch was mit Diddy zu tun haben könnte. Viele glauben, dass er durch das Musikvideo von Yummy genau darauf aufmerksam machen wollte. Es heißt, er soll am Set viel geweint haben und dass er sehr, sehr betroffen war. Und auch das sieht man in Aufnahmen. Das sind aber natürlich alles nur Theorien. Aber auch andere Promis und Freunde von Diddy reagieren seltsam. Oder sie schweigen, wie beispielsweise die engsten Freunde von Diddy, Jay-Z und Beyoncé. So glauben viele, dass Jay-Z teilweise schlimmer Er ist schlimmer als Diddy. Als Diddy und warten darauf, dass er als nächstes exposed wird. Denn er und seine Frau gehören mit zu den einflussreichsten Personen der Welt. Wer auf TikTok ist, wird auch aktuell sehr, sehr viele Videos finden, die Beyoncé in Frage stellen und sie vor allem in Verbindung stellen zu diversen Todesfällen in der Musikindustrie von Frauen, die in Konkurrenz standen mit Beyoncé. Gerade J. Cole's Lied She Knows rückt hierbei in den Vordergrund, da die Sängerin thematisiert und der Song gilt mittlerweile als versteckte Warnung, auf die man jetzt erst gekommen ist.
gleich. Yo, das wäre doch aber viel zu risky von J. Cole, das anzusprechen, weil er dann ja als nächstes abgemurkst werden hätte können. Gleichzeitig wird das aber auch von vielen belächelt und so findet man auch gleichzeitig TikToks, die Beyoncé mit anderen Sachen 500k oder Dinner mit Jay-Z ist crazy in Verbindung stellen, wie beispielsweise den Tod von JFK. Was? Und so findet man auch gleichzeitig TikToks, die Beyoncé mit anderen Sachen in Verbindung stellen, wie beispielsweise den Tod von JFK. Was? Ach so, ah, okay, sorry, ich habe den Joke nicht gegettet. Ich dachte, es gibt Leute, die meinen das ernst. Oder auch, als die Titanic gesunken ist. Bruh. Ja, und das ist halt wiederum ein bisschen lustig, ne? Aber vor allem... Ja, das ist wirklich ein bisschen lustig. Ist das ein Problem, weil es... Ich habe eben nicht ganz zugehört, Chat. Es tut mir leid, dass ich den Joke nicht direkt gegettet habe. Eigentliche Sache in den Hintergrund rückt. Denn fuck, wo Macht ist, findet auch Machtmissbrauch statt. Vor allem in Hollywood. Weinstein, wer ist das? Epstein und Co. sind ein Paradebeispiel für Machtmissbrauch und organisierte Kriminalität hinter den Kulissen von einem schönen Hollywood, das einem vorgelebt wird. Aber Machtmissbrauch in diesem Ausmaß, zumindest das, was uns gerade gezeigt wird und was in den Anklageschriften steht, funktioniert nicht durch nur eine Person, sondern baut auf einem Netzwerk. Es müssen eine Menge Leute mitspielen, um so etwas jahrzehntelang aufrechtzuerhalten. Das konnten wir vor allem auch bei Epstein sehen. Einschüchterung, Betäubung und Co. scheinen an der Tagesordnung zu sein. Vor allem das bewusste Wegsehen, um dazugehören zu können. Natürlich muss man aber auch an dieser Stelle erwähnen, nur weil man an den Partys von Diddy teilgenommen hat, an diesen White Partys meine ich, heißt es nicht, dass jeder, der da war, auch explizit an diesen Sachen teilgenommen hat. Ja, das stimmt, das stimmt. So wundert es mich aber trotzdem nicht, dass die engsten Freunde von Diddy auch unter Beschlag genommen werden. Beyoncé hat mehrere Millionen Follower verloren und ihre Kommentare sind How can she be posting after everything that is going on? What's going on? We know. Voll mit Fragen. Bei Jay-Z genau das Gleiche. Und im Nachhinein scheinen harmlose Aussagen von Künstlern eher wie eine Art Hilferuf. Beispielsweise berichtete Rihanna davon, dass sie damals, bevor sie den Vertrag mit Jay-Z unterschrieben hat, vielleicht erinnert ihr euch, sie ist ja bei Jay-Z gesigned worden. Sie erzählt selber, dass er sich mit ihr in einem Hotelzimmer eingeschlossen hat, wo sie noch minderjährig war. Was? Das erzählt die? Und was, warum ist läuft dieser Typ noch frei rum? Und hat ihr gesagt, entweder verlässt du dieses Zimmer mit einem unterschriebenen Vertrag durch die Tür oder durchs Fenster. Sie sagt, der Typ ist zu leave here. Either through the door. With the deal sign or through this window and we're on the 29th floor. Und obwohl wir natürlich... Was? Und das ist so, sagt die so im Fernsehen, ist so, alles okay, hat keinen gejuckt oder was? Hä? Natürlich nicht wissen, was seine Freunde mit der ganzen Sache zu tun haben, sollte man nicht davon ausgehen, dass sie nichts gewusst haben können. Denn um so ein Konstrukt aufrechterhalten zu können, müssen eine Menge Leute mitspielen. Ja. Und obwohl fast ganz Hollywood schweigt, gibt es doch vereinzelt Personen, wie beispielsweise... Das ist wirklich unfassbar. Wie viele Follower hat Jay-Z verloren? Kleiner Moment. Wie viel hatte der? Über 4 Millionen, sagt ihr? Jay-Z? 937. Bald habe ich mehr Follower als Jay-Z. Also 50 Cent oder auch Eminem, die sich umso mehr über den Downfall von P. Diddy freuen. Denn 50 Cent hat schon immer über Jahrzehnte etwas in diese Richtung angedeutet. Er sagt selbst, dass er regelrecht Angst hatte vor Diddy, denn dieser hatte ihn damals auf eine Shoppingtour eingeladen und hat gesagt, dass er alles für ihn bezahlen würde. I get uncomfortable, like he said something to me one time, a long time ago. At Chris Lighty's wedding, he told me to take me shopping. I looked at him like, what'd you just say? Und 50 Cent hat nicht verstanden, was die Intention dahinter war. Yeah, I thought he needed some clothes. Okay. Ja, ich dachte halt, er brauchte Klamotten. What? I'm a nice guy. Yo, why are you in 50? Hey, yo. Auch Eminem hatte... Ja, 50 real one. Bereits in einem... 50 Cent, 50 Pfennig. Guter Mann. Song eine Anspielung auf Diddy gemacht, indem er das Wort Rapper falsch buchstabierte und zwar im Sinne von Raper. Und dabei hatte er das so schlau kombiniert und so schlau betont, dass man das in Verbindung mit Diddy bringen konnte.
Und nachdem Alter, das ist ja der übelste Beweis. Krass, nein. Öffentlich wurde und so eine enorme Aufmerksamkeit erhält, könnte 50 Cent nicht glücklicher sein. Und man berichtet sogar darüber, dass er einen millionenschweren Deal mit Netflix unterschrieben hat. Das wäre so schlau. Soll, wo es um eine Dokumentation über Diddy gehen soll. Und auch wenn sich jetzt viele Theorien im Internet rumtreiben, Promis behaupten, dass sie seit Jahren nicht mehr auf diesen Partys gewesen sein sollen und sich vielleicht sogar distanzieren, ist das Problem unübersehbar. Ja, sehr krankes Thema, was soll ich sagen? P. Diddy. Ich bin sprachlos, Alter.